In Afghanistan sind bei einem schweren Erdbeben offiziellen Angaben zufolge mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere Personen wurden verletzt oder werden noch vermisst. Sie wurden im Schlaf von dem Erdbeben überrascht. Das Ausmaß der Katastrophe wurde erst Stunden später sichtbar. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Provinz Paktika südlich der Hauptstadt Kabul wurden unter den Trümmern ihrer Häuser begraben. Die Taliban-Regierung schickte Hubschrauber ins Katastrophengebiet und bat internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung. Das Beben hatte eine Stärke von über 6 und war auch in Pakistan und Indien zu spüren. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen Jahr leiden viele Menschen in Afghanistan Hunger.